möchtest mal selbst einen Roboter programmieren? Du bist neugierig, wie Hard- und Softwaren hinter deinen Geräten funktionieren? Du willst wissen, was Hacken ist? Du hast noch nie gelötet, aber willst es mal ausprobieren? Du hast Spaß am Basteln und Bauen? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir laden dich ein, an unseren Hacknachmittagen in verschiedenen Bereichen der Technik zu schnuppern, unterschiedliche Geräte und Apps auszuprobieren und damit zu experimentieren. Alle im Alter von 8 bis 12 und 13 bis 16 Jahren sind willkommen. jugendhackt.org/helloworldlinz. JugendHackt ist ein Förderprogramm für programmierbegeisterte oder technologiebegeisterte Jugendliche von 12 bis 18 Jahren bei den Hackathons und auch für Kinder bei den EinsteigerInnen-Formaten. Und wir haben das hier jetzt mit auf die Ars Electronica, auf das Ars Electronica Festival gebracht, um eben Einstiegsangebote für Kinder und Jugendliche zu machen, um sie eben dafür zu begeistern, mit Technologie Gesellschaft zu gestalten. Unser Claim, unser Motto ist mit Code die Welt verbessern. Und das meinen wir genau so. Wir fordern Jugendliche auf, eben genau das zu tun und ihre Ideen zu entwickeln, wo sie Leerstellen, Probleme, Fehler in der Gesellschaft sehen, die irgendwie zu gestalten, anzugehen und somit auch Selbstwirksamkeit zu erhalten. Die Stadtbibliothek Linz hatte sich auch auf die Fahnen geheftet, Wissen und Know-how nicht nur in Form von Büchern zur Verfügung zu stellen, sondern in der heutigen Zeit gehört da genauso gut dazu, dass man sich mit neuen Technologien beschäftigt, neue Techniken kennenlernt. Und in der Stadtbibliothek gab es die Möglichkeit, durch Änderungen im Medienbestand hier Platz zu schaffen für Neues. Und wir haben uns dann ein bisschen umgeschaut und sind über die Initiative der Open Commons Region Linz auf JugendHackt gestoßen und haben da festgestellt, okay, da gibt es großes Know-how. Wir haben die Infrastruktur, wir haben den Platz, wir haben die Möglichkeiten, ein Format für Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 in etwa anzubieten. Und so ist es zu dieser Kooperation gekommen und seit Frühjahr 2018 findet in dem Zusammenhang eben Hello World im Wissensturm statt. Es fängt echt an mit einerseits Roboter programmieren mit wirklich einfach visuellen Programmiersprachen, die man irgendwie etwa Labyrinth quasi entlangfahren kann oder so Schritt für Schritt quasi so ein bisschen die Skills mehr aneignet. Oder die Demokratielabore sind eben auch hier, die machen quasi zu gesellschaftlich relevanten Themen Spiele, die man entweder selbst gestalten kann, programmieren kann, also mit quasi eher textbasiert, mit so Entscheidungsfragen, quasi wie man den Weg geht. Oder eben ein spannendes Spiel dazu, Fake News, quasi wie kann man Fake News ein bisschen planen. Dann ganz kurz mal, die HeroCon natürlich, also quasi Roboter bauen. HeroCon, das Konzept ist so, quasi man baut einen Roboter, der ist besonders aufwendig, besonders leistungsfähig, sondern eher so dieser spielerische Moment dabei, der ja doch immer wieder sich durch JugendHackt erzieht. Und quasi der Roboter, der am längsten auf der Bühne ist, gewinnt. Also kann sich so bewegen, wie er will. Hauptsache er ist quasi im Spielfeld am längsten und hat dann gewonnen. Und sonst noch ein großes Thema ist, sage ich immer, dieses Prototypen entwickeln. Quasi eine Möglichkeitsstation ist halt die, dass man sagt, man kommt hierher und überlegt sich gemeinsam dann, welche vielleicht Errors, Fehler haben wir zu Hause oder irgendwie in der Schule oder wo auch immer. Und welche Art von Lösung fällt denn den Besuchern und Besucherinnen ein, um das zu beheben. Thank you.
Du möchtest mal selbst einen Roboter programmieren? Du bist neugierig, wie Hard- und Softwaren hinter deinen Geräten funktionieren? Du willst wissen, was Hacken ist? Du hast noch nie gelötet, aber willst es mal ausprobieren? Du hast Spaß am Basteln und Bauen? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir laden dich ein, an unseren Hacknachmittagen in verschiedenen Bereichen der Technik zu schnuppern, unterschiedliche Geräte und Apps auszuprobieren und damit zu experimentieren. Alle im Alter von 8 bis 12 und 13 bis 16 Jahren sind willkommen. jugendhackt.org/helloworldlinz